So, wir müssen erstmal wieder ein bisschen reinkommen, mal gucken, was zu tun ist, welche Quests. Gesagt, ich bin jetzt ein bisschen her, dass ich meiner Palia-Sucht frönen konnte und freue mich jetzt umso mehr, wieder dabei zu sein. Oh, Unkraut. Nein, das wollen wir nicht. So, wir müssen mal ein bisschen gießen. Es glitzert so schön blau, wenn das Gießen abgeschlossen ist. Guck mal, das ist wirklich total hübsch. Die Kanne ist leer, natürlich. So, wie war das noch? Ach genau, rechte Maustaste. Zum Befüllen der Kanne. Hallihallo. So, das braucht alles noch ein bisschen. Hallo, Kiki. Mal, da hatten wir noch ein paar Samen. Wir brauchen anscheinend noch. Oh, Maissamen ist auch cool. Können wir ein paar Maissamen herstellen? Jeden Fall sollte mal wieder ein paar mehr produzieren, damit ich mein Beet auch ordentlich befüllen kann. So, wir können noch 6-mal Zwiebeln anpflanzen. Genau, ich sollte aber so ein bisschen darauf achten, das versetzt zu tun. Damit wir da diesen Gärtnerbonus erhalten für die benachbarten Pflanzen. Und da vorne habe ich ja schon sehr viele Zwiebeln, da wird es nicht mehr gehen. Oh, wir haben Kupfererz bekommen. Nice. Sehr gut, sehr gut. Kiki, Destiny, wie geht's euch? Wie war euer Wochenende? Kiki, haben die Brötchen geschmeckt? Ich habe vergessen, dir das Rezept zu schicken. So, die neuen Pflanzen wollen auch bewässert werden. Vielleicht hätte ich mit den Wässern auch einfach mal warten sollen. Oh Mensch. Das muss ja eine schlimme Frau sein, die ihren Mann zu sowas zwingen muss. Armer, armer. Eine Runde Mitleid für dich. So, ihr Lieben. Muss immer noch einen Spielerwunsch erfüllen. Trifft Gina in den Ruinen in der Nähe von Heklas Zelt. Okay, da geht's dann weiter. Vorher machen wir aber nochmal unsere Taschen leer. Essen nehmen wir mit, ist immer gut. Köder nehmen wir mit. Flup, flup, flup. Das kann alles weg. Hier gucken wir, ob wir noch mal was starten können. Silbererze. Guck mal, das können wir doch. Ah, reicht nicht. Na gut, machen wir noch mal so ein paar. Warum geht es denn nicht? Ich raste aus. Ach so, erstmal Platz frei machen. Eine Türe Le Mans.
Natürlich. So, wollen wir ein bisschen Glas machen? Brauchen wir überhaupt so viel? Wir haben ja 6-mal Glas da. Nö, ich glaube erstmal nicht. So, die Samen sind am Arbeiten. Was habe ich denn da hinten hingestellt? Guck an. Ja, dann machen wir da noch ein paar. Wieso habe ich denn den Ofen so weit hier hinten hingestellt? Weiß ich auch nicht. Irgendwann muss ich sowieso alles neu anordnen. Haben wir Post? Nö. Auch nichts los hier. Heidewitzka. Aber wir haben eine Neuigkeit. Empfehlungsbelohnung. Herzlichen Glückwunsch, Jay. Du erhältst hiermit ganz offiziell eine Belohnung aus dem Einen-Freund-Einladen-Programm. Wir können es kaum erwarten, die neuen Leute kennenzulernen, die du in die Welt von Palia gebracht hast. Yay! Und damit habe ich alle 6 Belohnungen bekommen. Waren es 6 oder 5? I don't know. Aber cool. Sehr schön. Vielen lieben Dank dafür. Wo ist er denn? Das jude Stück. Der Palia-Gleiter. Wo ist er hin? Anhänge? Muss ich das irgendwie hier nehmen? Geht nicht. Das ist ja mysteriös. Oder sieht der Gleiter dann schon gleich so aus? Obwohl, es könnte auch sein, dass wir das am Kleiderschrank irgendwie modifizieren können. Ach, ich muss das Mikrofon hier einen Zentimeter weiter nach hinten schieben. So. Kleiderschrank. Ah, tatsächlich. Guck mal, hier können wir auch die Optik des Gleiters anpassen. Der ist so sweet. Viel niedlicher als der andere. Oh, wir können unsere Haut verändern. Alles klar. Haben wir das auch mal rausgefunden. Sehr gut. Hui. Das finde ich gut. So, jetzt gehen wir die Gina besuchen. Und schauen, wie es mit den Rätseln weitergeht. Na, der Ladebildschirm will's aber heute wissen. Geh los hier. Oh, guck mal. Es ist Herbst geworden. Und hier steht Kürbisdeko. Das ist aber neu, oder? Ja, das ist neu. Guck mal, oh, da ist ja noch ein Kürbis. Oh, ist das cool. Total passend auch. Wir haben heute auch unseren allerersten Kürbis geschnitzt. Das haben wir vorher auch noch nie gemacht. Das war also eine ganz neue Erfahrung. Und hat auch total Spaß gemacht. Und er ist richtig süß geworden. Ein richtiger Prachtkerl. Unser Jack-O-Lantern. Hinten ist jemand lang gelaufen. Genau gesehen. Ich könnte auch mal wieder ein
paar Viechers hier fangen. Oh, den habe ich verpasst. Naja. Dafür aber dich. Komm in meine Tasche. Yeah. So. Bisschen die Taschen voll machen, damit wir a little bit money sammeln können. Genau, mit den super Pfeilspitzen kriegen wir die ja jetzt auch hier mit einem Schuss. Bin ich immer noch total begeistert. Dieses Hinterherhechzen hat ein Ende. Hallo Vendetta. Nein, heute kein Schnitzelabend. Schön, dass du reinschaust. Wie war dein Wochenende? Hier ist ja ein Gekäferer, du. Alles voll auf dieser Wiese. Voll die Goldgrube. Ach, das kriegst du nicht mehr. Dann sammeln wir jetzt den Käfer ein. Ist mir das Schapper abgehauen. Oh, ein Glitzernder. Funkel, Funkel. Ah ja, du musstest noch arbeiten. Uns kommt dieses Wochenende so unfassbar lang vor. Wir haben ja den Brückentag jetzt auch frei und durch die Zeitumstellung heute diese Stunde mehr, die wir hatten. Das war auch total. Ja, der arme Kerl. Genau. Er ist jetzt traumatisiert von unseren Wäschebergen. Aber in so einer fünfköpfigen Familie sammelt sich halt auch mal ein bisschen was an, ne? Gut. Wir haben die Taschen gefüllt. Jetzt gehen wir auf zu Gina. Guck mal, was die uns so erzählen möchte. Wo es weitergeht. Müssen wir hier hin? Oh ja. Oh, guck mal. Der Tau ist auch da. Und guckt sich das an. Warum? Hallo, Tau. Was ist in der Kammer, Junge? Tau jault sehnsüchtig. Oh, der ist bestimmt in das andere kleine Ding verliebt. Ich habe den Namen vergessen. Mit Tau plaudern. Gän, wow. Oh, bist du müde? Gän, au. Aha. Der ist schon süß, ne? So ein süßes. Ich habe auch erfahren, was die Person in dieser Woche benötigt. Oh, Sernuk-Fleisch. Warte mal, habe ich das nicht? Ich habe doch eben Sernuks gejagt. Aber schade. Nee, gab nur ein bisschen Haut. Nur ein bisschen Haut. Was müssen wir denn hier so reinstecken? Habe ich nichts zum Beitragen. Das ist doch noch die Frage, ob ich diese Sachen in meiner Tasche haben muss. Ja, muss ich. Weil ich weiß, dass ich so eine grüne Perle schon habe. Und alles nur Fische haben hier. Ich muss also doch noch sehr, sehr viel angeln. Ah, da habe ich schon was reingemacht. Ach so. Guck mal, hier sind Insekten. Da sind Fische. Embers. Oh, du heiliges Kanonenrohr. Chapa Masala, Feuerwurzel, Phoenix, Fiery Lino, Darinelken. Habe ich noch nicht. Hab
ich alles noch nicht. Okay, Gina, let's talk. So much to learn. Hey, schön dich zu sehen. Wie ist die Lage? Irgendwie haben Hassian und du einen weiteren dieser Tresore hier aktiviert. Möglicherweise war das aber nicht alles. Ich habe im Statuengarten in Nordbahari etwas gegraben und dabei beobachtet, wie aus dem Nichts eine Schatztruhe erschienen ist. Daran lag diese Münze. Ich nenne sie Glutsucher-Medaillon. Vielleicht kannst du noch mehr davon freilegen. Außerdem kommt Tau immer hierher, wenn er gerade nicht bei Hassian ist. Wirkt er wütend? Hoffentlich habe ich ihn nicht irgendwie beleidigt. Gib ihm doch mal ein Leckerli. Oh je, die habe ich komplett vergessen. Vielleicht hat Hegla ja was für ihn. Ach, guck mal, da haben wir das Medaillon. Großartig. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die Ruinen um das Dorf herum früher mal waren. Aber angesichts der Tatsache, dass sich die Gebäude um einen zentralen Platz gruppieren, die Fülle an alten Büchern, die ich in Bauwerken und der Erde gefunden habe, und dass es einen Platz auf der Wiese gibt, an dem es keine Ruinen gibt und der irgendwie wie ein Sportplatz aussieht, würde ich auf eine Art Schule tippen. Ist es allerdings möglich, dass die menschliche Zivilisation nicht so organisiert war wie die unsere. Ich könnte also auch völlig daneben liegen. Tja, was das so war. Guck mal, dann machen wir dieses Medaillon doch sofort hier rein. Wo war das denn? Achso, bei dem einen Einzelnen hier. Oh, 6 Stück wollen die? Ah, ich muss das ziehen. Beitragen. Okay. Warte mal, wo war das mit der Perle? Ja, nee, geht nicht. Muss ich haben. Gerade fast in die Grube gerannt. Mein Herz. Du bist in eine Grube gerannt? Was tun sie denn? Katastrophal. Tja, aber jetzt ist es ja mit der Quest auch vorbei. Was haben wir denn hier noch zu tun? Nix. Nix. Aber, oh, in der Stadt. Guckt euch das an. Da haben die Leute was zu quatschen. Dann wollen wir die nochmal aufsuchen und schauen, dass wir unser Quest-Tagebuch wieder reichlich füllen. Und vielleicht kriegen wir unterwegs ja auch noch ein bisschen Sernuk-Fleisch. Wenn wir jetzt Sernuks finden und nicht nur da vorne. Da ist doch schon eins. Das kommt ja wie gerufen. Wie gerufen kommt das. Gimme your meat. Oh, ist wieder nur Haut. Das ist auch so ein bisschen Glückssache, ob man das bekommt oder nicht, ja? Dim, dim. Da ist ein anderer Spieler. Hier sind ganz viele Schappas. Ganz viele Käfer, die hier rum zirpen und zwitschern und keine Ahnung, was die für Geräusche machen. Ich habe noch nie einen Käfer gehört, der so eine Geräusche macht. Aber hier ist das so. Hier ist das wohl so. Dum, dum. Hello City! Wer hat hier eine Quest für mich? Wo muss ich denn jetzt hin? Jetzt laufe ich schon wieder in eine ganz andere Richtung. I don't... Ich bin verwirrt. Maximal. Gab es jetzt die Tage irgendwie ein Kürbisfest in Palia, das ich verpasst habe? Oder haben sie es einfach nur so dekoriert, weil wegen schön? Let us do our best. Na, machst du einen Spaziergang? Es ist schwer, vom Leben frustriert zu sein, wenn der Himmel so schön aussieht. Findest du nicht auch? Schau mal die Wolke da oben an. Was erinnert sie dich? An ein süßes Ormu, an einen Salatkopf, an eine Wolke, an ein Gefühl innerer Ruhe. Oh, das ist doch die romantischste Antwort, die es hier gibt, oder?
Innere Ruhe? Das ist ein bisschen zu esoterisch für mich. Aber jeder, wie er meint. Oh, I see you're hailing it a day for now. Ja, was? Das bald Halloween ist klar. Wir haben ja auch heute unseren Kürbis gemacht. Aber, hätte ja sein können, dass es tatsächlich auch spielerisch noch ein Event gibt. Und das sich nicht nur auf die Deko bezieht. Hey there! Hast du meinen Jungen irgendwo gesehen? Hm, nicht in letzter Zeit. Tja, also wenn du ihn siehst, dann frag ihn doch bitte, ob er zum Abendessen nach Hause kommt. Ich habe genug Steaks gemacht, um eine Herde... Schattwaraks, genau, satt zu bekommen. Und es wäre zu schade, wenn ich etwas wegschmeißen müsste. Wie war das? Mein Amboss ist so laut, dass ich dich kaum hören kann. Hodari hat mir erzählt, dass du gerne Bergbau betreibst. Ziemlich toll. Wenn du mit dem ganzen Eisen, das du so findest... Was? Wenn du mit dem ganzen Eisen, das du so findest, hast, etwas Vernünftiges anfangen willst, würde ich vorschlagen, deine Schmelze zu verbessern. Hodari sollte dir das beibringen können, wenn du weiter an deinen Fertigkeiten arbeitest. Ja, das kostet aber wieder Geld. So, da vorne ist er doch. Der Sohnemann. Ach, guck mal. Mit Tau unterwegs wieder. Die zwei beiden. Speak your business. Fass dich kurz. Deine Mutter möchte wissen, ob du heute zum Abendessen nach Hause kommst. Du bist heute schon der fünfte Mensch, der mich das fragt. Sag ihr, dass ich kommen werde. Ich muss schließlich meinen familiären Pflichten nachkommen. Das werde ich. Gut, damit ist unser Gespräch jetzt wohl beendet. Der ist immer so freundlich. Was mir Spaß macht? Ich bin gerne mit meinen Gedanken allein. Ich bin mir selbst meine liebste Gesellschaft. Vielleicht solltest du lernen, dich alleine wohler zu fühlen. That's enough. Oh Mann. Das ist schon ein bisschen deprimierend. Aber auch... Sorry, ein bisschen nachvollziehbar. Ich bin schon so früh müde heute wegen der Zeitumstellung, ne? Der Tag ist halt echt so lang gewesen. Wir haben total produktiv viel geschafft, aber man ist dann jetzt auch irgendwie groggy. Getting ready for a big adventure? So, schön, dass du hier bist. Ich könnte eine Pause gebrauchen. Er wird kommen. Gut zu wissen, war er wegen meines Steaks begeistert? Ich habe vergessen, das Steak zu erwähnen. Oh, na dann wird es wohl eine schöne Überraschung für ihn. Warum nimmst du dir nicht auch etwas Steak für deine Hilfe? Wie schon gesagt, habe ich zu viel für Hassian und mich gemacht, was einiges bedeutet, da ich eine gute Esserin bin. Oh, guck mal, gratis Abendessen. Dankeschön. Genau, und was ich noch sagen wollte, ich kann Hassian ganz gut nachvollziehen. Manchmal ist es ganz schön, auch mal alleine zu sein und mit seinen Gedanken, aber so auf Dauer und immer. Nein, 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 nein. Der macht einen das ja dann nur traurig. Kenyatta, hallo. Hoffentlich hast du was Interessantes zu erzählen. Hier ist mal wieder tote Hose. Was möchte sie denn diese Woche? Dornengänseblümchen. Ach du Heiliges. Das sind ihre Lieblingsblumen. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Muss ich mal in mein Lager wühlen. Wenn du nach meinem Papa suchst, der ist hinten in seinem Büro. Wenn du nach meiner Mutter suchst, würde ich dich gern fragen, warum. Weil ich dir ernsthaft empfehlen würde, lieber das Zweite zu suchen. Mal mit dem Herrn Bürgermeister können wir auch mal wieder quatschen. Hello, Ken Lee. Have you seen my hat? Nett, dass du vorbeikommst. Ich könnte eine Pause gebrauchen. Meine Güte, er lacht immer so. Was will er denn haben? In letzter Zeit wächst mir der Papierkram völlig über den Kopf. Ich habe sogar vergessen zu essen. Meinst du, du könntest mir etwas gegrillte Auster bringen? Ach du heiliges Kanonenrohr. Ganz zufällig gerade nicht dabei. Oh, jetzt hast du mich aber erschreckt. Ich habe gerade aus dem Fenster geschaut und eine wunderschöne Taube gesehen. Und Tauben gruselig. Mag das auch immer nicht, wenn ich zum Bahnhof laufen muss und dann sind da so ganze Taubenschwärme. Und wenn die dann alle so hektisch losflattern, wenn man da langläuft, dann denkt man immer, die wollen dann gleich angreifen. Habe ich immer ein unwohles Gefühl mit diesem Flattergezeugs. So, hier gibt es auch nichts für uns zu holen. Ein
ein paar Geschenkwünsche erfahren. So, guck mal, dann gehen wir doch nochmal zur Esche. Mal gerade rüber. Zur Brücke. Meine Güte, draußen geht gerade die Welt unter. Da ist ein, Leute. Leute! Ich glaube, das ist mein allererster Flowtree. Kann ich den abernten? Oh nein, guck mal, das geht immer wieder hoch. Wie mache ich das? Da braucht schon so eine krasse Axt für. Aber ich habe die vorher noch nie gesehen. Der allererste Baum dieser Art. Und ich kann ihn jetzt nicht machen. Wie gemein. Okay, jetzt müssen wir mit Esche quatschen. Aber wir wissen jetzt, dass es sie gibt. Das war der Beweis. Where is that? That rascal. Jay, look at this. It's a soggy newspaper. It's my soggy newspaper. Completely ruined. That beast of Hessians has been stealing them for the past 2 weeks. Last night I stayed up on the stop to wait directly for the paper delivery and he jumped out of the bushes and snatched it away as Orny was handing it to me. I expected Hessian to train his mutt better than this. Toss a free spirit. His spirit may be free, but my newspaper are not. I'm... La 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 la. You, I've seen you studying... La 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 la. Oh Gott, sie hasst mich. Not so good boy. I have searched all of Kilima with no luck, so he must be hiding them somewhere in Bahari Bay. Ach, leave me to my duties. Ach, die haben da jetzt irgendwelche Zettel von ihr versteckt. Seltener Baum, komm, ich fäll den gleich mal. Ja, hast du das richtige Werkzeug, dann komm gerne mal vorbei. Oh, wer wohnt denn hier? Ist ja gemütlich eingerichtet. Oh, ich kann sogar hier ins Zimmer. Manchmal kann man in den Häusern ja coole Sachen einsammeln. Rezepte oder so. Aber ich, oh. Ist so pink. Ah, ja. Tisch wohnt hier, alles klar. Das erklärt auch alles. Ich habe eine Nachricht. Schön, ein Brief. Achso. Muss ich zu Hause an den Postkasten gehen. Kann ich so nicht erkennen. So. Denn holen wir uns den Fisch. Komme ich so weit rüber? Nö. Oh. Oh, das war aber... Habt ihr das gesehen, wie geschmeidig ich da noch rüber gejumpt bin? Richtig Glück. Oh, das war ein dicker Brocken, ey. Der ist aber schnell nach rechts gezogen. Oder links. Auf jeden Fall in die andere Richtung. Nicht die, die ich gemacht habe. So, wir müssen Richtung Hassian. Und mit Hassian über den guten Tau reden. Das kriegen wir hin. Schwubbeln wir da nochmal gelassen rüber. So, lauf nicht weg, Hassian. Ich bin gleich da. Wo ist er denn? Ich habe ihn verloren. Nein, dann ist er hier drinne. In der Kneipe. Da ist er. Schnackt mit Moody. Speak quickly. Ich muss noch viel über dein Volk lernen. Dein Hund hat Papier geklaut. Tau is not my dog. Plumhounds are independent creatures. His partnership is an honor, not an expectation. Ich wünschte, ich hätte auch so einen Hund. You cannot have a plumhound. You can only be chosen by one. Okay, mich wird, glaube ich, keiner auswählen.
Look, if you are really set on finding the papers, put some of those meager tracking skills to work. Tau's paw tracks are quite distinct. You will be able to find something. Try Bahari. Okay, also gehen wir wieder nach Bahari und müssen den Fußspuren wohl wieder folgen. Das klingt doch nach einem Plan. Das klingt doch nach einem Plan. In welche Richtung müssen wir da? Wegpunkt. Hierhin. Zack. Habe ich so ein bisschen Orientierung. Dann können wir auch nochmal so ein bisschen Kernholz in Bahari Bay sammeln. Ich glaube, das gab's da. Damit wir dann hoffentlich bald unsere Axt und so verbessern können. Ich weiß gar nicht, muss ich hier hoch oder? Doch auch ein schöner Ort zum Angeln, aber hier gibt es anscheinend nichts. Auf nach Bahari Bay! Hui! Rein da!